Abstand die besten. Steht da. Steht da auf der Nachricht von meinem Nachbarn. In der Corona-Zeit stellt sich sehr häufig die Sinnfragen und das ist heute unser Thema. Braucht es, würde ich mal sagen, braucht es wirklich? Brauchen wir uns? Kunst ist ein Lebensmittel, meint Jürgen Küfer aus Leipzig. Löschen Sie einen brennenden Klavierschemel mit stillem Wasser. Blubbern Sie eine Kantate in einen mit Eiswasser gefüllten Eimer. Versenken Sie bei Vollmond Notenblätter in einem Baggersee. Übergießen Sie einen Dirigenten mit Badewasser. Stellen Sie eine Musikbox in ein Nichtschwimmerbecken. Blasen Sie mit einer Tuba eine regennasse Fensterscheibe trocken. Stimmen Sie Ihr Instrument mit dem Ton, den ein fallender Wassertropfen von sich gibt. Durchqueren Sie mit den Wiener Philharmonikern das Rote Meer. Tauchen Sie den Schrei eines Babys in ein Taufbecken. Vertonen Sie ein stilles Gebet mit dem Rauschen einer Klospülung.